losing faith. Time's running faster with every day. Should have gone further, gone all the way. All I ever longed for was you. To tell you a secret I still do. Honey, after all we've been through. All I ever longed for was you. Thinking about you, all I do. Honey, after all we've been through. You break my heart so clean in two. Watching the clouds pass, a stormy night. Everything you are still on my mind. Needing the darkness to burst to light. I'm drinking too much, I'm driving too fast. Promise to quit just to make it last. Everything I was just fades away. Tell you a secret I still do. Honey, after all we've been through. All I ever longed for was you. Thinking about you all I do. Honey, after all we've been through. You break my heart so clean in two. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Wölfe zu Hause, zu Wölfe TV Live hier vom Spielfeldrand aus der Volkswagen Arena. Und ich freue mich sehr, dass die liebe Biene bei mir ist. Biene, hi. Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich bei dir sein kann. Du bist ja jetzt schon die ganze Zeit hier rumgewedelt mit dem Handy in der Hand. Erstmal, du wohnst in Berlin. Ja. Was du für eine Verbindung zum VfL hast, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ja. Aber sag erst mal, was du jetzt hier die ganze Zeit schon gemacht hast hier. Also du siehst ja vielleicht schon an meinem tollen Pullover, ich bin heute für die UEFA unterwegs. Das heißt nicht nur Wolfsburg, sondern auch Barcelona darf ich so ein bisschen filmen, ein bisschen hinter den Kulissen zeigen. Und
ja, darf das dann auf deren Instagram-Kanal, also dem UEFA Women's Champions League-Kanal, so ein bisschen posten, also die Instagram-Story übernehmen quasi. Perfekt, also nach diesem Livestream könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Aber natürlich auch bei uns, beim VfL, gibt es allerhand Content, aber die Biene, die macht auch Content. Und zwar hat die Biene auch eine Vergangenheit mit dem VfL. Du warst ja mal Fanreporterin, ne? Ganz genau, ich war mal Fanreporterin und es war einfach eine tolle Zeit. Und dann kam ja irgendwie so ein bisschen dieses C, was wir, worüber nicht reden. Und dann konnte ich ja nicht mehr dabei sein. Aber ich sag mal so, vielleicht kommen wir doch noch mal zusammen. Also Wolfsburg ist für mich halt einfach, ich sag's, es ist mein Lieblingsverein, obwohl ich aus Berlin komme, aber ich bin einfach so schön als Fanreporterin bei euch aufgewachsen. Und ja, wen aus deiner Zeit kennst du noch aus dem Kader? Ja, Poppy, ganz noch, klar, ja. Almut, alle da, Anna auf jeden Fall, Feli kenne ich leider gar nicht aus meiner Zeit, aber so ein bisschen haben wir uns nämlich bei der Nazio auch schon wieder gesehen. Also ich bin ja ein bisschen noch weitergekommen, durfte ja ein bisschen was mit der Nazio machen, also so ein paar kenne ich tatsächlich. Sehr, sehr cool. Und heute, wie gesagt, könnt ihr euch nachher reinklicken bei Instagram, bei der UBCL. Aber lasst uns an dieser Stelle, ja, wir müssen einmal über das Hinspiel reden. Es tut allen oder tat allen sehr, sehr weh, dieses Ergebnis, dieses 5:1. Du hast gesagt, du bist eine große Freundin des VfL Wolfsburg. Wie hat es dir denn zu Hause nicht gefallen? Ich bin extra in die Öffentlichkeit gegangen, um es zu gucken, damit ich meine Emotionen so ein bisschen vielleicht regulieren kann. Es war schon sehr traurig. Also es war schon, ich konnte gar nicht so schnell gucken. Eine Freundin von mir ist nur schnell was essen holen gegangen und dann fiel schon das erste Tor. Und ich dachte so, oh, oh, die lasse ich mal lieber nicht zurückkommen. Es ist ein bisschen sad. Vor allen Dingen, dass so schnell so viel passiert ist. Kennst du den auch noch? Kohle? Lieb ich. Ich liebe ihn. Ja, also was soll ich sagen? Es ist schade. Es ist schade. So hoch hätte es gar nicht ausfallen müssen. Aber ich glaube, hinter so einer oder vor so einer großen Kulisse zu spielen, das macht Eindruck. Das macht Eindruck. Da würde ich nicht mal stehen und irgendwie einmal über den Rasen rennen wollen. Also ich kann das verstehen, dass man da so ein bisschen vielleicht nicht ganz 120% gegeben hat. Ja, definitiv. Aber heute haben wir ja auch hier eine richtig geile Kulisse. Über 20.000 Zuschauer sind hier angekündigt. Absolute Rekordkulisse für unsere Wölfin. Und da geht jetzt schon die Gänsehaut los, wenn ich dann später an die Hymne denke und so weiter. Bei dir auch? Ja, absolut. Ich freue mich über 20.000. Wie toll ist das bitte? Und ich glaube, dass wir mit der Kulisse heute auch noch mal ein bisschen was reißen können. Also davon bin ich fest überzeugt, wirklich. Ich darf das hier bei euch ja sagen. Definitiv. Ich musste nur gerade so loslachen, weil Kulle wieder einfach... Kulle ist Kult. Was denkst du denn, ist heute noch drin für die Wölfin? Weil Fußballwunder und der Frauenfußball und sowieso ist ja immer was möglich, oder? Auf jeden Fall. Und solche Turniere haben natürlich auch immer noch... Also Turniere, solche Runden, die jetzt nicht Ligaspiele sind, haben ja immer noch mal so einen kleinen Zauber inne. Ich habe gelesen, wenn ich richtig informiert bin, dass das erst 4-mal passiert ist, dass es so ein Wunder gab in dieser Form. Da machen wir heute das 5. Machen wir heute das 5. Und es gab ja schon so Ergebnisse wie 4-0 gegen Chelsea oder in der Liga, also 6-0 gegen Bayern. Ja. Das wird ja heute auch. Also wir können es. Wir können es. Wir können es. Die Kulisse ist heute da. Wir haben nichts zu verlieren heute. Wir können quasi einfach nur gewinnen oder halt nichts verlieren. Und ich glaube, das ist für mich aufregend genug. Genau. Und ich glaube, du musst jetzt weiter. Ich muss jetzt weiter. Du musst jetzt weiter Content generieren. Ganz lieben herzlichen Dank, dass du da warst. Danke dir. Es war sehr schön bei dir. Viel Spaß heute und auf ein schönes Spiel. Ja, auf ein schönes Spiel. Du sagst es. Und wir haben an dieser Stelle einen kleinen Einspieler von euch. Und zwar haben wir heute Mittag natürlich noch mit unserem Cheftrainer geredet. Und auch er sagt, aufgeben ist hier heute definitiv nicht. Gute 5,5 Stunden haben wir noch höchste Zeit, also dass wir uns noch mal kurz vor dem Spiel mit unserem Trainer unterhalten. Tommy, über 20.000 Menschen kommen heute in die Volkswagen Arena. Jetzt sag uns mal, wie viele Karten hast du denn besorgt? Ja, so um die 25 werden es sein. Für Familie, Freunde, alle, die dazugehören. Aber ich glaube, so ist es bei jeder Spielerin. Der eine mehr, der andere weniger. Aber jeder hat durchaus seinen Teil dazu beigetragen. Natürlich ist es auch im AOK oder wäre es im AOK-Stadion so, dass man viele Tickets besorgt. Aber ich glaube, das alleine, dass man so viele Tickets dann auch für die Volkswagen Arena besorgt, ist nochmal ein Motivationsschub für jede Einzelne, für jeden Einzelnen extra, oder? Ja, und im selben Moment ist es natürlich so, dass auch viele Leute einfach kommen. Ne? Und es ist jetzt nicht so, dass es nur unser Beitrag ist, sondern wirklich dieses Spiel auch ein Magnet natürlich ist. Und ja, der Frauenfußball sich auch mehr und mehr dahin entwickelt, genau diese Zuschauerzahlen auch zu erreichen. Gestern war es schon so, in den Stimmen vor Barcelona, die wir aufgezeichnet haben, dass man rausgehört hat, die Zitate rausgezogen hat, aufgeben, heute ist hier definitiv nicht. Heute nochmal ein Stückchen mehr, so näher man an das Spiel kommt.
Ja, wir haben eine Aufgabe. Wir wollen Punkt 1 anders auftreten, gut in Duelle kommen, dann eben auch im Ballbesitz wirklich unseren Stempel aufs Spiel drücken. Wenn wir das hinbekommen, dann wissen wir auch, welche Möglichkeiten da sind. Und da wollen wir keinen bremsen, sondern wollen alles investieren und wissen auch, welche Dynamik wir auslösen können, wenn wir eben dieses Auftreten auch auf dem Spiel haben. Und dann kann mit den Zuschauern eine ganze Menge passieren. Das wollen wir maximal ausreizen. Dass die Wölfin oder dass unsere Mannschaft so eine deutliche Niederlage eingesteckt hat, das passiert nicht aller Tage. Fühlen sich die Spielerinnen auch so ein Stück weit vielleicht auch an der Ehre gepackt heute? Ja, und natürlich kostet das auch mal eben ein, zwei Tage, um das mal eben wieder einen Platz zu geben und dann eben auch wieder Energie zu tanken, eben für die neue Aufgabe. Und das haben wir die Woche getan. Das muss auch wehtun, weil wir haben eben hier auch im Verein Ambitionen an uns selber, die wir auch tagtäglich erfüllen wollen. Und wir haben da Dinge liegen lassen, die wir normalerweise in den letzten Wochen nicht haben liegen lassen. Und das wollen wir heute anders zeigen. Wirst du denn was, wir sind kurz vor Verkündung der Aufstellung, wirst du was an der Mannschaftsaufstellung heute ändern? Ja, wird das ein oder andere dementsprechend angepasst. Vor allem dann eben personell vom System und so weiter spielen wir es die ganze Saison eigentlich schon vergleichbar. Von daher wird da wenig passieren, aber insgesamt wird die ein oder andere Personalie getauscht, ja. Da blicken wir dann gleich gemeinsam drauf. Wie packt man heute Barcelona an? Wie legt man die Schlüsselspielerin vielleicht heute auch auf Eis? Schwierig, weil ja gefühlt 11 Schlüsselspielerinnen mit auf dem Platz stehen. Jede hat eine Qualität, die kontrolliert werden muss. Für uns kompakt als Team zusammenzustehen, aber auch kompakt als Team dann dementsprechend auch wieder anzugreifen und gemeinsam Dinge zu tun, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Ganz vielen Dank, viel Erfolg und wir hören uns mit Sicherheit nach dem Spiel wieder. Danke. Und da sind wir wieder live aus der Volkswagen Arena und ich freue mich sehr, dass jetzt an meiner Seite Lisa Weiß ist. Lisa, grüß dich, schön, dass du da bist. Hallo Felix. Lisa, dass du da sein kannst, hängt natürlich auch mit deiner Hand zusammen. Schweren Herzen kannst du heute leider nicht mit dabei sein, aber sag uns erstmal, wie geht's dir überhaupt? Mir geht's gut, danke schön. Alles gut verlaufen. Ich hatte letzte Woche meine Operation. Hab zwei kleine Schrauben in meinen kleinen Finger bekommen und jetzt ist alles wieder so weit hergestellt, aber es dauert noch ein bisschen, bis ich wieder auf dem Platz sein kann. Wie ist das Ganze passiert? Es war eine Trainingsverletzung, ne? Ja, sehr unglücklich. Ich bin der Klassiker bei den Torhütern im Rasen hängen geblieben mit dem Finger und habe dann gedacht, es wäre nur eine kleine Verletzung und dann hat sich leider herausgestellt, dass der Finger gebrochen ist. Aber ja, wie gesagt, es gehört auch irgendwie dazu, aber es ist ein super ungünstiger Zeitpunkt, weil ich natürlich gerne auch hier dabei gewesen wäre. Ja, definitiv. Wie schauen jetzt so die nächsten Reha-Schritte bei dir aus? Ich meine, es ist in Anführungszeichen für eine Torhüterin natürlich maximal blöd, dass die Hand kaputt ist, aber trotzdem kannst du dich ja wahrscheinlich aktuell fit halten. Ja, ich habe gestern wieder angefangen mit dem Lauftraining, durfte wieder in den Kraftraum, bin da auch sehr froh drum, dass ich jetzt nicht nur noch zu Hause sitzen darf. Ja, und jetzt geht es so Step by Step. Morgen habe ich mein erstes Torwarttraining, ist jetzt übertrieben, aber bin ich wieder auf dem Platz mit unserem Torwarttrainer und dann ja alles ganz langsam wieder aufbauen. Sehr gut. Und wir an dieser Stelle, ein kleiner Sendehinweis, um 45 geht es hier online mit der Mannschaftsaufstellung und die diskutieren wir beiden dann natürlich auch einmal durch. Jetzt lass uns einmal über dieses, du warst selbst auch vor Ort, ihr seid ja mit dem kleinen Spielerinnen-Tross um Pia-Sophie Wolter, Lena Oberdorf, seid ihr ja quasi nach Barcelona auch nachgereist. Wie hast du dieses ganze Spiel, diese Kulisse, insgesamt das Ergebnis wahrgenommen? Wo fängt man da an? Ja. Das war schon beeindruckend. Lass uns mit der Kulisse vielleicht beginnen. Also ich glaube, das habe ich jedem erzählt, mit dem ich drüber gesprochen habe. Ich habe sowas in meinen ganzen Jahren im Frauenfußball noch nie erlebt, so eine Atmosphäre. Ich glaube, das kann jeder bestätigen, der dabei war. Es war unglaublich, dass nicht einfach nur 90.000 Menschen da waren. Man hat sie auch permanent gehört. Und es war, ich muss wirklich sagen, ich hatte fast 90 Minuten lang Gänsehaut, weil das ist schon sehr was sehr Besonderes war und das Spiel natürlich leider nicht so erfolgreich für uns, aber ich glaube, dass das auch generell für den Frauenfußball wieder ein super tolles Zeichen gewesen ist, dass 90.000 Menschen in Stadion kommen und sich Frauenfußball angucken. Das wäre vor ein paar Jahren, glaube ich, undenkbar gewesen. Deswegen
die Sache an sich, dass so viele da waren, super schön, aber für uns natürlich ja, leider nicht so erfolgreich. Das war dann tatsächlich so ein zweischneidiges Schwert. Einmal ja, die Kulisse und dann auf der anderen Seite ja, das Hinspielergebnis. Also so gemischte Gefühle. Ne? Ja, total. Also natürlich waren alle enttäuscht. Die Spielerinnen natürlich maximal. Wir auch als Spielerinnen, die dabei waren. Ja, also ja, gemischte Gefühle, ehrlich gesagt. Aber heute, mal schauen, was drin ist. Im Fußball ist alles möglich. Es kommen zwar nicht 90.000, aber ich habe gehört 20.000 ungefähr. Also ja, schauen wir mal. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und die Tore sind jetzt auch offen. Langsam füllt sich die Volkswagen Arena. Lass uns nochmal auch über ja, deine Kollegin Almut. Da kullerten leider die Tränen in Barcelona, weil sie ja maximal enttäuscht war. Hast du mit ihr auch persönlich nochmal im Nachgang geschnackt? Ganz kurz, ja, nach dem Spiel, aber ich habe sie auch in Ruhe gelassen, weil ich glaube, nach so einem Spiel kann ich aus eigener Erfahrung sagen, man macht sogar ein gutes Spiel bei einem 5-1. Das ist auch sehr ungewöhnlich, aber Almut hat uns das ein oder andere Mal noch vor einer größeren Niederlage bewahrt, aber hat ein hervorragendes Spiel gemacht und war natürlich enttäuscht, wie alle anderen auch. Ja, super bitter, einen sehr, sehr guten Tag zu haben, individuell jetzt, und dann aber auch nichts mitnehmen zu können. Aber ja, heute wird sie es genauso gut machen und noch einen Tick besser. Ja, das ist doch das, was wir hier hören wollen. Und sie hat auch gestern in den Stimmen vor Barcelona gesagt, sie hat es umschrieben mit zweimal der gleiche Mist kann nicht passieren. Also zwei, sie meinte damit, dass man zweimal diese ja, Tagesform, dass man überrumpelt wird einfach von Barcelona, dass das nicht nochmal passieren wird, vor allem uns hier nicht. Siehst du das auch so? Ja, ich hoffe. Also ich glaube, so eine Niederlage, wenn man was daraus mitnehmen kann, und das ist, glaube ich, eine ganze Menge, ist, dass man, dass so einem was nicht nochmal passiert. Also dass man von Anfang an da ist, dass wir uns nicht überrumpeln lassen von irgendeiner Kulisse. Wir spielen hier zu Hause und ich hoffe, das werden wir auch zeigen. Und wie Almut sagt, ich hoffe nicht, dass uns sowas nochmal passiert. Und wir Euphorie im Training, auch dieses Highlight-Spiel jetzt auch in der Volkswagen Arena extrem groß war und es sehr gut gearbeitet worden ist. Hast du das auch so unter der Woche, mit wem hast du so Austausch? Ich meine, du bist ja noch nicht ganz nah dran. Ja, ich war nicht ganz dran. ja, es war ein bisschen schwierig. Ich habe versucht, mich so nah es geht an die Mannschaft ranzukämpfen. Das ist ja als verletzte Spielerin manchmal nicht so einfach, weil man nicht in alle Abläufe mit eingebunden ist. Aber ich wollte mal so ein bisschen die Atmosphäre aufsaugen. Ich war zur Spielnachbesprechung da, einfach um mal zu hören, was haben wir für einen Plan jetzt für das Rückspiel. Und ja, also ich sag mal so 3-4 Tage war eine sehr, sehr große Enttäuschung in der Mannschaft. Die Atmosphäre war so wirklich, dass viele sehr niedergeschlagen waren. Und das hat sich jetzt so zum Ende der Woche, sage ich mal, gebessert. Ja, perfekt. Also ich hatte heute Morgen, als ich da war zur Aktivierung, hatte ich, ja, ich glaube, ein ganz gutes Gefühl. Und die Mädels freuen sich und ja, mal schauen. Ja, mal schauen, mal schauen. Und wir haben jetzt gleich 16.45 Uhr. Jetzt in dieser Sekunde, das passt sich doch gut. Lasst uns einmal gemeinsam auf die Mannschaftsaufstellung schauen. Und ich gehe sie einmal numerisch erstmal durch. Da haben wir im Tor natürlich mit der Nummer 1 Almut Schuld. Die Nummer 2, es gibt ein paar Veränderungen anscheinend, haben wir Lynn Wilms. Die Nummer 4, Kati Hendrich. Die Nummer 6, Dominik Jansen. Die Nummer 8, Lena Lattwein. Kapitänin der heutigen Partie ist wieder Svenja Huth mit der Nummer 10. Die Nummer 13, Geburtstagskind. Ich singe an dieser Stelle besser nicht. Felicitas Rauch. Die Nummer 14, Jill Roth. Die Nummer 17, Eva Pajor mit dabei. Die Nummer 28, Tabea Wasmuth. Und die 32, Svendis Jonsdottir auf der Bank. Die Nummer 12, Julia Kassen. Die Nummer 9, Anna Blesse. Die Nummer 24, Joel Wedemeyer. Die Nummer 16, Sandra Starke. Die Nummer 31, Lotta Cordes. Die 7, Pauli Bremer. Die 11, Alex Popp. Die 18, Joel Smits. Shanice van de Sanden mit der 22. Und die 33, Turit Knag. Habe ich wen vergessen? Ich glaube nicht, oder? Alle dabei. Perfekt. Alle da. Ja, Lisa, was sagst du zu der Aufstellung? Es gibt ein, zwei Veränderungen. Also wenn wir vergleichen mit letzter Woche, Lynn Wilms ist mit dabei für Joel Wedemeyer und wir haben Eva Pajo dabei und dafür ist Poppy auf der Bank. Wird das auch eine taktische Umstellung mit sich bringen? Was denkst du?
Ja, ein oder bisschen. Du weißt es, ha? Ein bisschen, wir dürfen ja nicht so viel verraten. Ja. Vielleicht hören die Kollegen aus Barcelona zu. Nee, ja, also Eva ist dabei, schon angesprochen, und Lynn hinten rechts für Joel. Ja, also... Es sieht nach Viererkette aus, das kann man glaube ich sagen. Es sieht nach Viererkette aus, eine Torhüterin haben wir auch. Genau. Das ist schon mal nicht schlecht. Und ja, im Mittelfeld gibt es eine kleine Veränderung. Svenja und Jill machen so 8er-10er-Position und Lena wieder auf der 6. Poppy ist dafür raus. Und Eva, warum nicht? Warum nicht und vor allem? Ich finde, sie ist bereit. Also ist jetzt ein paar Mal reingekommen und war es das Spiel in München, wo sie von Anfang an gespielt hat. Also wenn man Eva Pajo in der Mannschaft hat, da kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Ich habe zu ihr gesagt, als ich nach Wolfsburg gekommen bin, ich bin so froh, dass ich jetzt in deiner Mannschaft bin, weil sie einfach eine überragende Spielerin ist. Und ja, vielleicht auch ja, die Veränderung uns heute ja, eine gewisse ja, Veränderung bringt. Ja, und ich meine, Eva, das ist, ja, das ist offensiv. Ja, mit Tabi noch, also Jill und Svendis, also wir haben sehr, sehr viele schnelle Spielerinnen im Aufgebot und ja, ich hoffe, dass wir heute nicht nur hinterherrennen, sondern dass Barcelona uns mal hinterherrennt. Und das eine oder andere Tor muss man ja heute schießen, um noch ja. eventuell eine Chance aufs Finale zu haben. Ne? Und ich meine, Tabea Wasmuth hat ja schon 9-mal getroffen in der Champions League, Eva darf auch noch gerne 2, 3, 5-mal treffen. Sehr, sehr gerne. 4-mal zumindest. 4-mal, ja, das würde ja schon mal bedeuten, es gibt ja nicht mehr die Auswärtstorregel, dass man eventuell bei einem 4-0 in die Verlängerung geht. Das wäre natürlich ein krasser Abend. Hinter uns ist, glaube ich, auch, ja, die Mannschaft ist da, gell? Mhm. Ich noch schon ein bisschen länger, ich habe keine Augen im Rücken. Ja, war es so? Sind ja, alle da. Alle da, sehr gut. Sie begrüßen sich, wie sich das gehört, mit den alten Kameradinnen. Genau, einmal Hallo sagen und dann auf dem Platz zählen dann erstmal keine Freundschaften mehr. Glaubst du, dass die Mannschaft auch so ein bisschen eventuell an der, ja, kann man sagen, an der Ehre gepackt ist nach so einem Spiel? Weil es ist natürlich nicht, nicht üblich, dass der VfL Wolfsburg in der Liga oder im Pokal haben wir ja ewig nicht mehr verloren, aber dass man nicht mit 1-5 unter die Räder kommt, in Anführungsstrichen. Glaubst du, da ist auch so ein bisschen die eine oder andere jetzt wirklich an der Ehre gepackt, wie man so schön sagt? Ich glaube nicht nur an der Ehre, ich glaube, dass wir alle den Anspruch haben, maximalen Erfolg zu haben und so ein 5-1, ich kenne das aus früheren Zeiten mit der SGS Essen, das ist sehr, sehr bitter, das hatten wir zuhauf, sage ich mal, und da wieder aufzustehen, ist glaube ich auch, ich würde es jetzt nicht als Charakterfrage bezeichnen, aber ich glaube, dass die Mannschaft eine Reaktion zeigen will und hoffentlich auch wird und ja, so eine Niederlage tut unglaublich weh und gerade in einem Champions-League-Halbfinale, weil ich das Gefühl hatte, dass wir die letzten Wochen wirklich gut gearbeitet haben und sehr viel weiterentwickelt haben, wenn ich an unsere Anfänge zurückblicke. Von daher sehr, sehr ärgerlich, dass so ein, ich sage jetzt mal, Einbruch gekommen ist, gerade jetzt zu dem Zeitpunkt. Aber ich hoffe, dass die Mädels ja, eine Wiedergutmachung heute betreiben und ja, wir, wie schon angesprochen, vieles einfach besser machen als im Hinspiel. Auf den Umbruch vor der Saison, wo wir jetzt stehen, da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Wir haben nämlich an dieser Stelle haben wir noch einen kleinen Einspieler für euch. Und zwar haben wir uns einmal in unserer Heimkabine in der Volkswagen Arena ganz genau umgeschaut. So Leute, und wir nehmen euch jetzt mit in das Allerheiligste der Volkswagen Arena, und zwar die Heimkabine. Dort hängen aktuell alle Trikots und die schauen wir uns jetzt mal genau an. Kommt man in der Kabine links rein, gehört der erste Platz direkt unserer Nummer 1, Almut Schuld. Und wir hoffen an dieser Stelle natürlich, dass das hier heute nicht ihr letztes Spiel für den VfL Wolfsburg in der Champions League wird. Der nächste Platz gehört unserer Kapitänin Svenja Huth. Sie wird das Team heute aufs Feld führen und vor dem Spiel natürlich auch mit Putellas den exklusiven Wimpel tauschen. Hier sind wir angekommen am Platz von Eva Pajor, unserer Polin, und auf ihre Schnelligkeit, ihre Spielintelligenz und ihren Witz im Spiel und ihre Torgefahr kommt es heute natürlich insbesondere an. 9 Hütten haben diese Schuhe bzw. die Besitzerin dieser Schuhe in dieser Champions League Saison schon gemacht und wir hoffen auf die eine oder andere Hütte heute noch extra. Ach, wir sind schon wieder dort. Ich habe gedacht, da
da kommt wieder die obligatorische 5-4-3-2-1 aus der Regie. Aber da sind verschlafen wir hinter der Kamera. So muss das. So muss das. Wenn alles glatt laufen würde, wären wir hier auch nicht bei Wölfe TV. Lisa, lass uns einmal kurz über diesen Umbruch. Wir hatten es schon im letzten Wölfe TV Live, habe ich da kurz mit Ralf auch drüber gesprochen. Vor der Saison gab es einen großen Umbruch. Du bist auch zur Mannschaft gekommen. Und jetzt steht man dennoch im Champions League Halbfinale, im DFB Pokalfinale und die Meisterschaft, die ist auch zum Greifen nah. Hättest du mit so einer super erfolgreichen Saison gerechnet? Nee. muss ich so sagen. Ich hatte am Anfang wirklich Zweifel, weil wir haben ein neues Trainerteam, wir haben eine super junge Mannschaft, es gab den angesprochenen Umbruch. Ich bin selber neu dazu gekommen. Ich habe am Anfang gedacht, man muss uns ein bisschen Zeit geben und ich glaube, dass wir jetzt auch nicht an einem Spiel die ganze Saison jetzt festmachen können und ich glaube, dass wir einfach auch uns mal hinsetzen müssen und mal überlegen müssen, wie weit wir wirklich gekommen sind in allen Bereichen. Und ich glaube, in der Zukunft wird es auch noch Früchte tragen. Vielleicht werden wir da noch erfolgreicher werden. Aber man muss, wie gesagt, der Mannschaft auch einfach Zeit geben und auch dem Trainerteam. Es muss sich alles finden. Aber ich bin sehr, sehr happy und ich bin sehr stolz auf das, was wir bisher schon erreicht haben. Wir haben jetzt noch keinen Titel in der Hand, aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Zumindest zwei Titel die Saison zu erreichen. Und ja, wie gesagt, also es hätte am Anfang der Saison hätte ich kein Pfifferling auf uns gesetzt. Nein, das ist jetzt übertrieben, aber man muss einfach dem Ganzen auch mal ein bisschen Zeit geben und ich glaube, das hat der Verein auch so kommuniziert und es war, glaube ich, eine gute Entscheidung, einfach auch mal zu sagen, wir brauchen ein bisschen Zeit und alles, was dazu kommt, ist on top und Bonus für uns, aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Sehr gut. Dann erzähl uns doch nochmal, wie dieser Kulle, Schritt... Kulle, der läuft jetzt schon zum fünften Mal hier lang. Der ist einfach... Der, ich glaub, aber Kulle garantiert auch immer gute Einschaltquoten. Ja, vielleicht soll er noch ein paar Mal kommen. Und die Hasenröschen gab es gerade auch noch, dabei ist Ostern schon vorbei. Erklär uns einmal kurz, oder beziehungsweise erzähl mal kurz aus der Erinnerung, wie der Schritt nach Wolfsburg zustande kam. Wenn ich einmal deine Vita durchgehe, in Düsseldorf geboren, dann deine erste Station war in Duisburg, dann ewig lange, über 200 Pflichtspiele für die heute SGS Essen gemacht, Olympique Lyon, Champions League-Siegerin geworden. Dann ging es auf die Insel zu Aston Villa und jetzt bist du in Wolfsburg. Wie kommt so viele Stationen zusammen? Ich kann dir das gar nicht sagen. Wenn ich die letzten drei Jahre einfach nur mal zurückblicke, ist alles so schnell gegangen. Und ich bin damals 2018 nach Lyon gegangen, bin nach 11 Jahren von der SGS schweren Herzens, habe ich mich verabschiedet und ich habe damals noch gezweifelt, ist das der richtige Schritt, jetzt mal nach Lyon zu gehen, aber jetzt würde ich sagen, Lisa, bist du doof, wieso hast du eine Sekunde gezögert, darüber nachzudenken, weil ich war sehr und bin sehr heimatverbunden. Ich komme aus Düsseldorf, Essen ist nicht allzu weit, aber ich bin ein sehr loyaler Mensch und hatte immer so den Bezug zu SGS Essen ganz lange und wollte nie so aus meinem Schneckenhaus raus. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das damals gemacht habe, nach Lyon zu gehen. Weltklasse, Spielerin, Champions League gewonnen, französischer Meister, also es war wirklich alles dabei. Aber ich habe mich sportlich nicht so wohlgefühlt, weil ich einfach nicht die Spiele bekommen habe, die ich mir erwünscht habe und vielleicht auch verdient habe und habe deswegen dann ja noch eine andere Herausforderung gesucht, bin dann auf der Insel gelandet bei Aston Villa und habe dann letztes Jahr wirklich um den Klassenerhalt gespielt. Das war für mich auch eine sehr große Herausforderung, weil vom Champions League-Sieger, wo man ja fast jedes Spiel gewinnt, zu einem Abstiegskandidaten in der Women's Super League, es war hart, muss ich sagen, aber es war auch interessant, ja, sowas mitzuerleben. Und dann bin ich im Sommer ganz kurzfristig hier in Wolfsburg gelandet. Und ja, der Kontakt kam über meinen Berater und Ralf Kellermann zustande. Und das war zu dem Zeitpunkt, als Almut sich verletzt hat. Und ich habe gesagt, ich mache das. Ich komme und helfe euch und ich möchte zu einem professionellen Club, wo ich immer gerne hingeschaut habe und gedacht habe, Mensch, es wäre schon cool, wenn man da mal spielt. Die Stadt ist jetzt, ne? Hat mich immer ein bisschen, muss man leider sagen, ist jetzt nicht so attraktiv, aber für mich war immer klar, der VfL Wolfsburg ist mit der beste Verein im Frauenfußball und gerade in Deutschland. Hier wird super Arbeit geleistet und
ich habe auch nicht lange überlegt, hierher zu kommen. Und du hattest, glaube ich, in deinem Anfangs-Wölfe-TV-Interview gesagt, du hast nie gegen Wolfsburg gewonnen. Jetzt bist du jetzt beim VfL, deshalb, das muss so sein, ne? Ja, also ich weiß nicht, wie oft ich diese Torhymne Ram-a-Lam Ding-Dong gehört habe. Ich glaube, ich hatte da damals Albträume. Wir haben sie aus Spaß dann mit der SGS Essen in der Kabine abgespielt, weil wir schon wussten vor dem Spiel, wir kriegen eh wieder 5 Stück. Also was da abgelaufen ist, das würde jetzt hier zu weit gehen, aber das war, als der VfL angeklopft hat, da habe ich gesagt, ich bin dabei und ich bereue es zu keiner Sekunde. Sehr gut, das sind doch schöne Worte. Dann lass uns über diese Kulissen hier heute. Es füllt sich langsam aber sicher. Drüben sind noch ein paar Sonnenplätze. Über 20.000 Zuschauer hier heute in der Volkswagen Arena. Da kann man auch schon mal Gänsehaut hier bekommen, oder? Habe ich schon. ich freue mich. Ich finde es klasse, dass der Verein Werbung betrieben hat, dass wir anscheinend trotzdem sehr viele Leute begeistert haben, auch trotz der Hinspielniederlage. Aber ich glaube, wenn nicht hier, wo sollen die Fans sonst hinkommen? Also es ist für mich die perfekte Größe für einen Frauenfußball-Halbfinale. Ich hoffe, dass sogar mehr kommen als 20.000 Zuschauer, aber wir werden sehen. Ich glaube, dass wir uns das auch sehr verdient haben und dass das auch ein Zeichen ist von Anerkennung, dass die Stadt und auch die Umgebung mitbekommen hat, dass wir guten Fußball spielen. Und ich glaube, das spiegelt sich dann vielleicht auch mal in so Zuschauerzahlen wieder. Definitiv. Und wir hoffen natürlich auch auf den einen oder anderen Kurzentschlossenen, der hier vielleicht heute noch in die Volkswagen Arena kommt. Und der kann sich dann natürlich auch, wir haben ihn hier parat gelegt, den, warte mal, das Logo muss aber nach vorne, hilf mir mal, den Begegnungsschal noch im Fanshop zulegen. Für 10 Euro gibt es den. Also greift eifrig zu, gute Qualität. Den nimmt die Lisa gleich mit auf die Tribüne. Und dann schauen wir mal, was das heute hier gibt. Das Rekordspiel steht an und an dieser Stelle entlasst. Passiert einfach. ich lasse dich nicht gehen, ohne dass deine Einschätzung explizit zum Spiel abzugeben. Hast du einen Tipp für dieses Spiel? Ja, in sowas bin ich ganz schlecht. Also ich glaube, sagen das immer alle. Nee, wirklich. Also ich bin so schlecht, dass ich glaube ich zu einer WM irgendein Tippspiel mitgemacht und dachte, nee, Lisa, Leute, die noch nie gegen Ball getreten haben, die sind irgendwo auf dem ersten Platz, also lass es einfach. Ich bin irgendwie kläglich gescheitert, deswegen werde ich da jetzt auch keine Tippabgabe machen. Aber du hast machen. Ein gutes Gefühl für das Spiel. Ich habe ein gutes Gefühl und ich glaube an das Wunder, wir haben heute gesagt, von dem Mittellandkanal. Also es hat Kulle hat das heute gesagt, bei der Aktivierung, das Wunder vom Mittellandkanal, das wäre doch was. Also ich bin positiv gestimmt und ich freue mich auf ein sehr spannendes und hoffentlich erfolgreiches Spiel. Das hoffen wir an dieser Stelle, glaube ich, alle, vor allem auch ihr zu Hause. Ich bedanke mich an dieser Stelle erst einmal bei dir, Lisa. Hat mir großen Spaß gemacht. Mir auch, danke. Und ich bedanke mich an dieser Stelle auch bei euch zu Hause fürs Zuschauen. Schaltet noch ein, jetzt die letzten paar Minuten natürlich auch bei unseren Männern. Ich gucke mal schnell drauf. Ich glaube, da müsste es noch 1:0 stehen. Und dann ab 18 Uhr bei unseren Freunden von The Zone das Spiel VfL Wolfsburg gegen den FC Barcelona in der UEFA Women's Champions League. Wir melden uns nach dem Spiel mit den Stimmen zum Spiel und ein bisschen später gibt es dann auch hier auf dem Channel die Highlights zum Spiel und hoffentlich gibt es noch einen weiteren Livestream dann im Finale. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund und munter, schöne Grüße nach Hause, bis dann. Tschüss.